Hallihallo Leute, willkommen zu der Kampagne Gesplitterte Welten im Savage World Setting. Heute mit der Woche 0, dem Vorab-Video mit Infos. Morgen wird Woche 1 kommen, diese haben wir diese Woche aufgenommen. Ihr dürft da gespannt sein, weil ich dachte mir, ich stelle euch vorher das Ganze noch ein bisschen vor. Ich habe da ja schon mal in dem Setting angefangen, aber jetzt machen wir das auf wöchentlicher Basis in Roll20, was ich persönlich ziemlich cool finde. Kanon-technisch habe ich das Ganze noch ein bisschen ausgeweitet. Es sieht jetzt so aus, dass ich festgelegt habe, dass das, was man als coole, als starke Überrasse Aliens kennt, die, das ist, was teilweise den Menschen früher als Götter erschienen ist, wo mal die Göttermythen herkommen, so nordische Mythologie, Ägypten, all sowas. Ja, das ist da hinzugekommen. Ansonsten habe ich erstmal für den Start mir einfach eine vorhandene Map der Erde genommen, zu der Zeit ungefähr. Hier sieht man so ein bisschen die Zeitdramata auch entschieden. Wir werden da ein bisschen mehr biegen, welche Zeiten wir jetzt wofür nehmen, weil es einfach cooler ist, weil man ein bisschen mehr so Fantasy-Elemente mit reinbekommt. Das macht einfach mehr Spaß. Und für den Anfang starten wir hier zwischen Lüttich und Aachen. Dafür habe ich sogar für die Spiele eine Extrakarte, die das Gebiet hier darstellt. Jetzt ist natürlich die Zoom-Stufe wieder total kaputt. Wir spielen ja Lüttich auf der einen Seite, Aachen auf der anderen Seite als große Inseln. Dazwischen gibt es viele kleine Inseln, die zersplittert sind und gehalten werden, weil das Kraftfeld der beiden Inseln stark genug ist. Und hier in der Mitte, auf der ist auch noch ein Stein, mit dem man das Ganze halten kann. Und die haben halt so ein bisschen Atmosphäre. Man kann dazwischen hin und her springen, das ist teilweise ein bisschen riskant, aber es geht. Und beide Städte wollen natürlich immer viele Inseln haben, um das halt als Fläche zu haben, um das bisschen Fläche, was es noch gibt, um darauf Getreide anzubauen und solche Sachen. Dementsprechend gab es auch schon reichlich Streit, um das Ganze zu festigen und zu sagen, okay, wir konzentrieren uns erstmal ums Erkunden, denn vieles hat man noch nicht erkundet, alles was hier im Schwarzen ist, kennt man noch nicht, hat man die sogenannten Inselspringer gegründet. Das ist eine Gruppe, die hier auf der mittleren Insel sitzt, hier diesen grün markierten Gebiete ihnen gehört, gelb sind Unabhängige, die aus einem anderen Grund noch da sind. Und denen hat man halt mehr oder weniger gesagt, so, okay, ihr seid hier in der Mitte als Gruppierung, die erstmal fürs Erkunden zuständig sind. Das wohnbar machen oder das, was man auf der Insel macht, vielleicht darüber einigen, wer, ob jetzt hinter Aachen oder Lüttich die Kontrolle sowas, das macht man später. Erstmal will man sicherstellen, dass einem manche alle Inseln irgendwie kennenlernt. Das ist natürlich immer so, das sind noble Ideale, wie gut das klappt, das ist halt eine andere Sache. Man hat sich auf jeden Fall mit darauf geeinigt, dass man beide Städte keinen militärischen Auswuchs hierhin ausführen, in dem Sinne, dass beide da nicht immer eben mit Truppen auftauchen, um sich etwas zu sichern. Was genutzt wird, dass im Gegenzug zum Beispiel gesagt wird, Kriminelle, für die man keinen Platz im Gefängnis hat, die werden auch einfach gezwungen, zu diesen Inselspringern mitzumachen, weil das ist halt teilweise durchaus riskant. Da geht mal ein Boot verloren und kommt nicht zurück. Und dafür schickt man die halt dahin. Das ist dann quasi so ein bisschen wie eine Amnestie. Wenn ihr da eure Arbeit getan habt, dann dürft ihr halt hinterher wieder zurückkommen und dann sind eure Strafen vergessen. Und es kommt dort auch keine Stadtwache vorbei, um zu suchen, ob sich da jetzt jemand versteckt. Also wer es bis dahin schafft und sagt, hier, ich arbeite hier freiwillig, der kommt damit auch so gesehen auch an seiner Strafe vorbei, was durchaus praktisch sein kann. Ja, und die Spielercharaktere, man sieht hier noch die Aufzeichnung von der tatsächlichen ersten Spielrunde, mussten hier halt ein paar Inseln erkunden und werden das so die ersten Tage machen. Spielercharaktere, um kurz darauf einzugehen, haben wir vier Stück. Da ist als allererstes hier oben Kurt. Kurt ist ein Bogenschütze, der alleine im Wald aufgewachsen ist. Ihr bekommt von jedem Spieler auch noch ein bisschen Erklärung dazu, deswegen werde ich jetzt erstmal nur ein bisschen, also ich werde jetzt auf die Story nicht so ausführlich eingehen, aber man zumindest auf so grob auf den Charakter, das Savage Worlds Ding hier eingehen können. Kurt gut in Ding, tatsächlich gut in Smarts und Agility und hat einen Weird Scientist Background. Kein Background Weird Scientist, außerdem hat er sich Repair gestellt und MacGyver Skills zum Basteln. Haufen Zeug dabei und der hat Pfeile für seinen Bogen, die entflammen können als Weird Scientist Ding, was in dem Setting halt ziemlich gut passt, ziemlich cool ist. Und damit hat er sich jetzt Bogenschütze ziemlich stark. Dann haben wir Toga Rogason, der Sohn von Roga Rogason, den man ja aus dem bisher gespielten Abenteuer kennt. Der mittlerweile als Held gefeiert wird, weil er die Nebelinseln zurückerobert hat. Das war auch nicht ganz ohne. Da gab es einiges an Bedrohungen. Also, was heißt, es gab da halt Bedrohungen. Und man hat ihm dann angeboten: Hier, du wirst zum Ritter geschlagen und kriegst die Isle of Man als dein Lehnsgut, was man nämlich verraten hat. Da waren halt auch noch ein Haufen Viecher. Insgesamt ist da recht viel hier an durchaus bösen Monstern, die ich mir mittlerweile überlegt habe, was ich ziemlich cool finde. Roga an sich sonst sehr gut in Stärke. Ist halt im Endeffekt, das ist quasi der gleiche Charakter, nur halt auf bisschen jugendlich getrimmt und ich glaube, irgendeine Kleinigkeit geändert. Ich weiß nicht mehr, was genau. Ich glaube, es kam, genau, der Schwur kam hinzu, genauso ein Vater zu werden, Entdecker zu werden wie sein Vater, genauso erfolgreich. Ob er es schaffen wird, werden wir sehen. Vielleicht wird er halt hinterher ein sehr, sehr unglückliches Ende haben. Dann haben wir Tom Byte. Tom Byte ist so ein Schurken-Assassinen-Charakter, gut in Geschick, ein bisschen was in Stärke, kann halt so ein bisschen was, tatsächlich ziemlich kampfstark, Fighting 10. Hat beidhändiger Kampf,
die Bonus für Kletternschlösser und sowas und Rückzugsklimas und Kampfzuflüchten ist dafür aber übervorsichtig, schwer als schwerer Verbrecher gesucht und hat leichte Wahnvorstellungen. Und naja, das schwere Verbrecher gesucht wird ihm halt wieder anheimfallen, wahrscheinlich, wenn er von den Inselspringern hier irgendwo mal irgendwann wegkommt, weil er ist halt schwerer Verbrecher. Und als letztes haben wir Tamara Bauer, eine vom Konzept her Heilerin. Hat die Möglichkeit durch, ja, also vom Background her ist es arkane Wunder, Glaube, geht so ein bisschen Richtung Naturglauben, Druidentum und hat die Zauber Entangle, also fesseln und heilen kann, das ist damit halt so quasi der Support-Charakter, der Spieler spielt noch explizit drauf. Ich bin persönlich sehr stark gespannt, wohin das geht, weil ich finde, ich habe gute Ideen für die Kampagne, habe aber die Befürchtung, sie wird sehr schnell daran scheitern, dass diese Spieler in der Gruppenkonstellation sich unheimlich gut zerkrachen und sich gegenseitig an die Wolle fahren und mehr Zeit dann damit zu bringen, sich gegenseitig ans Bein zu pissen, sich gegenseitig ans Bein zu pissen, anstatt vernünftig zu spielen und zusammenzuarbeiten. So eine Gruppe ist hier immer so ein zweischneidiges Schwert. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie lange die das aushalten, bevor es irgendwann einen Krach gibt und irgendwie die eine Hälfte der Gruppe die andere Gruppe bringt. Ihr dürft schon gespannt sein, das ging nämlich in Woche 1 schon gut los mit so Punkten, wo man sich teilweise dachte, oh Mann. Ich hoffe, ihr werdet das gespannt verfolgen. Es wird jede Woche eine Folge kommen, die wir aufnehmen. Und ich werde sie wohl immer zum Wochenende hin veröffentlichen, einfach damit man das cool gemütlich am Wochenende schauen kann. Geplant ist immer mindestens eine Stunde. Ich vermute, es werden meistens mehr werden, weil es ergibt sich dann einfach, dass man länger spielt. Das ist nun mal so. Ansonsten solltet ihr Fragen haben, also Ideen, gerne in die Kommentare. Ich finde das für diese Serie echt cool, wenn es von euch Beteiligung gibt mit einfach schlichtweg Vorschlägen, Ideen, die ihr habt. Wenn ihr die nicht in die Kommentare schreiben wollt, damit die Spieler die nicht mitbekommen, könnt ihr sie mir auch gerne per E-Mail schicken, rpg@dokati.de oder sonst halt einfach in die Kommentare und ich werde mir die durchlesen und versuchen, so cool wie möglich einzubauen, weil also, das finde ich einfach den interessanten Punkt von, wenn man sowas als wöchentliche Webserie macht, da gibt es einfach Möglichkeit von euch mitzuarbeiten und auch mitzuspielen, eure Ideen einzubringen im Sinne von, wenn man das halt ein, zwei Wochen geguckt hat, hat man ja ein Gefühl dafür, wie man das findet und dann vielleicht hat man eine coole Idee und ich kann die mit einbringen und jetzt am Anfang, wo noch wenig Leute zuschauen, heißt es schreiben wenig Kommentare. Das heißt, euer Kommentar wird auf jeden Fall mehr auffallen. Quasi, er wird auffallen, aber er wird halt auch mehr Gewichtung finden. Dementsprechend habt ihr eine ganz gute Chance, dass das, was ihr einbringen wollt, zum Tragen kommt. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wir sehen uns dann im eigentlichen Video, was dann morgen kommt. Bis dann, Leute. Macht's gut.